Was ist da los? Hier ist der Schmocki. Und heute wird's gruselig. S-T-H, M-O-T-K und dreimal Y. 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 Im Fortnite-Mörder gibt es 4 Unschuldige und einen Mörder, der durch ein Zufallsprinzip erkoren wird. Nur der, der am besten manipuliert und am schnellsten erkennt, wer der Mörder ist, wird am Ende überleben. Wer könnte es sein, Schmuck? Mein Plädoyer ist, also der Einzige, der sich verdächtig gemacht hat, ist Odoman. War klar, Digga. Wer denn sonst, Digga? Ich geb dir recht, Digga. Man hätte echt denken können, dass ich der Mörder bin. Ich bin's wirklich nicht. Ich wollte es dem Mörder einfach nur schwieriger machen. Leichter machen, sorry. Der Mörder muss am Anfang des Spiels einen Schlüssel verstecken und die Unschuldigen müssen den Schlüssel finden. Nur so können die Unschuldigen an eine Waffe kommen. Das ist übrigens meine allererste Mörderfolge und wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Aktiviert die Glocke, schreibt mir das in die Kommentare und habt ganz viel Spaß beim Video. Aber gerade in dieser Situation ist Kid Maeve, ich glaube schon eher an der Wahrheit. Glaubst du? Dankeschön. Ich glaube. Ich habe keine andere Wahl. Ich wusste es. Oh, nein! Kurz den Detektiv killen und dann den Mörder killen. Nein! Du hast grad... Ich war's nicht, Digga. Du hast grad... Ich war's nicht, du hast mich gekillt, ich musste dich töten. Hä, wer war's denn jetzt? Ja, es war Ahmed! Schmocki hat mich gekillt, um die Waffe zu bekommen, um mit der Waffe den Mörder zu killen. Oh mein Gott, Digga, er hat richtige Plays gemacht, der Schmocki. Hinterbei ist alle Achlalala Morale. Digga, wenn das Video keine 50.000 Likes kriegt, dann kriegt ihr alle einen Widow-Kick in den Kopf, Alter. Der Andre Dizzle. Ich hab grad keine Mod. Und Weakness? Ah, Schmocki spielt scheiße Hockey. Oh, Digga, Alter, den Reim habe ich noch nie auf Schmocki gehört, Digga, kannst kreativ. Kannst du einen Quater-Code-Song machen? Also Leute, die Mörderwaffe ist die Silence USP und der Schlüssel ist die goldene Diegel. Und ich würde sagen, alle noch umschauen. Jo. Und es geht los. Es geht los in 3, 2, 1, go! Digga, es geht los, Alter. Es geht richtig los, Digga. Und... Ja. Oder ich glaube, ich... Bisschen zu viele Waffen. Ist sie jetzt weg oder? Boah, ich hab sie gerade noch gesehen. Nee, sie ist weg. Ja, sie ist weg, okay. Sie ist weg. Verdächtig. Verdächtig, ich muss ihn nochmal fragen. Ich hab die gerade noch gesehen. Ja, du, Alter. Ich hab die gerade noch gesehen. Ah, nee, ist weg. Na, ah, ist so. Ahmed will's wieder direkt auf mich schieben. Standard. Ja. Ich würde sagen, der Mörderzeit, und zwar eine Minute. Eine Minute hat man nur. Dann, zack, zack. Ja, mit zack, zack beim Verstecken, Digga. Halligalli, Digga. Auf geht's. Ach so. Ist aber auch schwierig, hier den Schlüssel zu verstecken, muss man ganz ehrlich sagen, weil es gibt echt viele Verstecke. Also, Nuketown ist echt schon schwierig. Kommt man denn hier ins Häuschen? Kann man gar nicht rein? Okay. Nee, du kannst nur in ein Häuschen. Wo sind Burak und Andre? Ich bin gleich wieder bei meinem Lieblingsauto. Okay. Okay, bin hier in der Mitte. Wo warst denn du, Burak, dass du gleich wieder beim Lieblingsauto bist? Wo warst du denn, dass du mich beschuldigst? Ich meine nur, ich bin gleich wieder. Ich meine ja auch nur, Bruder. Wo warst du denn, weil du mich jetzt beschuldigst auf einmal? Burak reagiert sehr aggressiv. Okay. Sehr aggressiv. Bisschen aggressiv schon. Bruder, du bist doch Kanaken. Erstaunlich aggressiv. Ja, das ist so aggressiv, als würde gleich eine USP in mein Gesicht fliegen. Aber hey, ich meine ja nur. Oder auch wenn ich nicht bin, gleich klatsche ich eine Spitzhacke ins Gesicht. Gehen Sie bitte von mir weg. Also man muss hier schon sagen, also Burak war schon sehr, sehr aggressiv. Ahmed hat es direkt wieder auf mich geschoben. Aha, und da André kommt das wird gleich wieder beschuldigt. Und André wie immer, wird in jeder Mörderfolge, die es gibt, auf ganz YouTube. André wird immer direkt beschuldigt. André ist. Ja, ich glaube auch, dass André ist. Ja. Echt? Ich glaube, Kid Maeve ist. Ich glaube auch. Echt? Glaubt ihr, dass ich bin? Ja, glaube ich wirklich. Okay. Ah, ist schwierig. Weil du Schmocki beschuldigt und mich. Und Burak. Vor allem direkt. Ich habe nicht mal was Auffälliges gesagt. Und er hat direkt wieder so gepusht. Ja. Also ich glaube, der Schlüssel müsste jetzt versteckt sein mittlerweile, oder? Ja, mittlerweile. Ja, die Zeit ist schon längst um, Digga. Schon lange, Digga. Das hat jetzt die Sache. Warum guckst du mich so an? Wer bist du? Warum guckst du mich so an? Ich bin Burak. Um das Dance Battle machen. Hä? Achso, ihr seid woanders. Ich wollte gerade sagen, hey, wer redet denn? Wir reden gerade gar nicht miteinander. Ich glaube, what the hell? Bäh.
Oh, Jungs, ich hab gerade was gehört. Echt? Ich hab gerade gehört. Also, Ahmed? Ja. Moki? Ja. André? Budak? Ich sag's doch, ich hab grad ein Oh mein gehört. Gott, er wurde gerade gekillt. Digga, Budak so, ich hab grad ein Pzick gehört und auf einmal ist André tot. Ja? Budak? Digga, wenn du das nicht bist, ich schwöre, wenn du das nicht bist, Digga, dann bin ich Blue Yeti, so, sein Onkel, Digga. Wenn diese Runde nicht Ahmed ist, dann schneide ich mir meine eigenen Hoden ab. Also du sagst okay. Ahmed oder was? 100%, 1 Milliarde. Digga, ich höre gerade jemanden, wie er gekillt wird. Ich call es instant so. Und auf einmal Ahmed, ja, er hat gerade gesagt, wie jemand gestorben ist. Er muss ein Mörder sein. Weil der Mörder ja auch direkt sagen wird, ich habe gerade jemanden gekillt, Jungs. So, mäßig. Okay. Schwierig, Bruder, zu entscheiden. Warte, Bruder, ganz kurz. Kannst du dich kurz muten auf TS? Ich will kurz mit Schmuck hier alleine reden. Nö. Mute dich mal ganz kurz. Ich zieh mein Headset ab. Okay. Ja, okay, sag. Ach, mal, was ist das? Ja. Ich hab den Schlüssel. Als ob. Ja, es ist Burak. Es muss halt echt Burak sein dann. Weil Burak war auch von. Er war so übel aggressiv, als man ihn. Also, als André gesagt hat, er ist es. Erinnerst du dich? Ja, ja, eben. Deswegen ist es safe, Burak. Ich hab auch gesehen, wie er in der Nähe war von dem Typen, wo jemand gestorben ist. Ja, ich hab diesen Schuss auch gehört. Ja. Und auf einmal hat Burak gesagt, hö, ich hab da was gehört und kommt genau aus der Ecke, wo der Schuss kam. Also, ja. Burak. Ja, bitte. Es gibt ein Problem. Wir haben uns dazu entschieden, Digga, dass du der Mörder bist. Aber warum? Ja. Nenn mir einen Grund. Wir wissen es einfach. Sag doch warum. Wir wissen es, Bruder, wir haben uns okay, abgesprochen. Okay, was hat er dir gesagt? Was hat er für einen Puzzle gemacht, damit ich nicht höre? Er hat ein ziemlich krasses Argument. Was ist es? Er hat den Schlüssel. Zeig ihn okay. doch. Dafür hätte er sich jetzt nicht muten müssen, Digga. Dann müsste ihn direkt sagen. Ihn, ach so, und du wolltest es geheim halten? Oh nein, wenn es tut du mir jetzt aber leid. Bist, oh. Ich hab daneben geschossen. Oh mein Gott, ey. Nice. Als oh. Dachtest du echt, das ist Burak, oder was? Ich schwöre, ich dachte, das ist Burak, Digga. Oh, weil Burak Gott. Genau neben dem Typen stand, der umgebracht wurde. Herr, warte mal. Ja, ich war da. Das war nicht Burak? Nein. Das war nicht Burak. Wer hat dich denn getötet? Ich hab dich getötet. Digga, dein Ernst? Ich dachte wirklich, Burak hat mich getötet. Hä? Weil, da, man sieht deinen Namen auch nicht, da steht Anonymous. Ah, stimmt. Boah, stimmt. Oh mein Gott. Das ist schwieriger. Ja. Mein Fuck des Todes. Du dachtest echt, das ist Burak? Ja, die ganze Zeit. Okay, krass. Auch nachdem ich Burak, Digga.